Hohenlohe, das Land der Fürsten und schmucken Dörfer, der Wälder, Wiesen und Flusslandschaften, eines Kultursommers und des kleinsten Gebäcks der Welt. Hohenlohe entdecken, beim Wandern, Radfahren oder ganz entspannt im Oldtimer. Dazu lädt diese Region geradezu ein. Im Schloss Neuenstein befindet sich unter anderem das Hohenlohe Zentralarchiv und im 41 Meter langen und über 10 Meter breiten Rittersaal finden Konzerte im Rahmen des Hohenloher Kultursommers statt. Die ehemalige Residenzstadt und größte Stadt des Hohenlohe-Kreises beeindruckt mit seinem historischen Marktplatz und dem angrenzenden Schloss. Schmucke Gassen laden zum Bummeln ein. In der Ortsmitte von Pfedelbach gibt es ein weiteres Hohenloher Residenzschloss. Heute befindet sich darin der Bürgersaal und in der ehemaligen Schlosskapelle finden Trauungen statt. Der Luftkurort Waldenburg gilt als Balkon Hohenlohes, der einen weitläufigen Blick auf die Region erlaubt. Langenburg ist die kleinste Stadt des Landes Baden-Württemberg. Das Schloss und die Landschaft um die Jagst beeindrucken dafür umso mehr. Noch heute bewohnt die Familie Hohenlohe-Langenburg das Schloss in unmittelbarer Nähe zum Deutschen Automuseum. Die fürstlichen Gartentage locken jährlich viele Besucher. Die Teilregion von Heilbronn-Franken erstreckt sich über rund 5000 Quadratkilometer. Hier gibt es viel Platz für die Natur. Streuobstwiesen, Weinberghänge, Steinhalden und Bachklingen, Wald- und Hügellandschaften, Feuchtwiesen und Heideflächen. In der Kreisstadt Künzelsau haben viele Weltkonzerne ihren Sitz. Allen voran die Wirth-Gruppe, Berner und Ziel Abeck. Mit Mustang kam die erste Jeans made in Germany aus Künzelsau. Direkt am Kocher liegt Forchtenberg, die Geburtsstadt von Sophie Scholl. Das mittelalterliche Stadtbild und die fast vollständig erhaltene Stadtmauer laden zu einem Bummel in die Vergangenheit ein. Bretzfeld nennt sich das Tor zum Hohenloher Land. Die Weinberge und weitläufige Landschaft laden zum Wandern und Radfahren ein. Das Kloster Schöntal ist für die kunstvolle Barockkirche bekannt. Die reiche Ausstattung und die prunkvollen Gebäude locken viele Besucher an. Hier gibt es Übernachtungsmöglichkeiten und Tagungsräume. Hohenlohe. Dieser Landstrich steht für Naturschätze, kulturelle Highlights, kulinarische Köstlichkeiten, historische Orte und viele einzigartige Geschichten. Gehen Sie mit auf Entdeckertour.
Hohenlohe lädt dazu ein.